Kunst und Kultur trotz Pandemie. Beim Konzert der Hoffnung, das am Freitag als Livestream aus der Reutlinger Stadthalle übertragen wurde, zeigte sich, dass die Kulturschaffenden in der Region Neckaralb auch in der Krise aktiv bleiben. Neben der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und Schauspielern des Theaters Tonne sorgte unter anderem wohl auch der Bühnenkünstler Heiner Kontschak gemeinsam mit Kollegin Hanna Herrlich bei den Zuschauern mal wieder für etwas Kunst, Kultur und Hoffnung im heimischen Wohnzimmer. Initiator des digitalen Konzerts war WPR-Intendant Cornelius Grube, der von Schirmherr Thomas Keck und der Kreissparkasse Reutlingen bei der Durchführung unterstützt wurde.